Servus, ihr geisteskranken Gamer-Freaks. Ja, Knochen wieder hier. Heute freue ich die G101 in Dienstgestalt 1915 Zerstörer-Serie. Gibt es 4 Stück von. Ja. Hauptbatterie 4x1 Einsatzgeschütze 105 mm. Feuerreichweite 9 km. Und ja, Torpedos gibt es natürlich auch. Und zwar 2 1er 500er und 2 2er auch 500er. Die 1er sind vorne. Bisschen schräg und die anderen sind halt links und rechts hier. Meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt. Ich habe erst eine schwere Bronchitis hinter mir, beziehungsweise ist sie gerade so am Ausklingen. Deswegen kann es passieren, dass ich immer ein bisschen huste und das alles gar nicht so appetitlich klingt. Aber ach hier, Höchstgeschwindigkeit 35,2 Knoten. Er sieht richtig toll aus. Es sieht, finde ich, moderner aus, als es letzten Endes ja dann eigentlich anzunehmen ist beim Schiff von 102 Jahren Alter. Mittlerweile 102 Jahren. Und hier sieht man auch die Anordnung der Torpedowerfer. Also, die hinteren kann ich natürlich von beiden Seiten aus abfeuern, während ich die vorderen natürlich immer nur aus einem bestimmten Winkel vor, je Seite dann abfeuern kann. So, ich hoffe mal, das klappt jetzt hier irgendwie ein bisschen was. Also, eigentlich lief es ganz gut bisher. Und das, obwohl ich ja wirklich nicht bekannt bin dafür, dass ich jetzt gut mit Zerstörern bin. Ich meine, ich habe so meine Momente. Entschuldigung. Hab so meine Momente, aber mit denen klappt es eigentlich ganz gut, weil die haben auch die gleiche Reichweite wie die japanischen Zerstörer. Also auch so im Moment jetzt 7 Kilometer hier bei denen und werden auch gern gefahren. V170 habe ich auch schon gekauft, beziehungsweise habe ich erforscht, habe es noch nicht gekauft und werde es dann danach machen. Solomon ist eine gute Karte, also kommt drauf an, von wo wir starten. Meistens starten wir eh immer von derselben Seite aus, aber ich weiß nicht, dass ich dann mal rechts fahre und da dann halt hinter der Insel dann meinen Zauber wirken lasse. So, gucken wir mal. Ich hoffe, das wird jetzt gut abgehen. Es ist ziemlich schnell. Ich habe diese niedrigstufigen Zerstörer gar nicht mehr so im Kopf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, meine Bötchen wurden aufgebaut und ich werde sofort Gas geben. Und wir starten von der anderen Seite. Das ist interessant. Das habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe hier. Muss schon wirklich unheimlich lange her sein. People for A. Ja, da gehe ich doch hin. Aber ich bin es natürlich nicht gewohnt, von hier zu starten, beziehungsweise auch von der Seite dann anzugreifen. Also, ich hoffe, das klappt irgendwie. Vorhin habe ich mich noch mit jemandem oder mit zwei unterhalten. Der eine meinte hier, ah, die ganzen Scheiß Aimbotter und so. Und dann meinte ich, naja, Aimbot gibt es ja eigentlich nicht, ne? Und dann meinte er, ja, man kann die gar nicht botten und so. Na, kann man wahrscheinlich nicht, aber was er meint, ist ein Aim Assist und der wird doch häufig benutzt. Und ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, jeder zweite benutzt mittlerweile so ein Scheiß Aim Assist. Da gibt es mal welche, die funktionieren und welche, die nicht funktionieren. Ich habe so ein Ding noch nie benutzt, ich werde es auch nicht benutzen. Wenn ich es nicht besser kann, als ich es kann, dann ist dem halt so. Und muss ich halt zusehen, dass ich so dann klarkomme. Und ich finde, ganz ehrlich, so extra noch mehr Hilfsmittel ohnehin schon in dem jetzt nicht super schweren Spiel, finde ich eigentlich ziemlich daneben. Deswegen hoffe ich, dass die meisten eben dann doch so ein Ding eher nicht benutzen. Aber ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir wirklich schon arg komisch vor, aber ich kann es ja nicht beweisen, weil ich es nicht sehe. Ich sehe ja nicht, wie die spielen. Ich sehe nur, dass sie auf mich schießen und dann plötzlich halt da drei Zitadellentreffer hintereinander oder solche Geschichten dann verursachen. So, hier ist noch ein Zerstörerkumpel auf dem Weg, der ist ein bisschen näher dran. Wir wurden noch entdeckt. Durch das Flugzeug. So, ich mache einfach mal meine Flak aus. Dadurch kann ich jetzt einnebeln. So, jetzt ist wieder so eine Schätzfrage. Das war zum Beispiel nicht gut, denn ich kriege hier die Schnauze. Den Torpedowerfer, meine Hauptbewaffnung, macht er mir kaputt hier. Ich habe das Problem gehabt, dass ich oft dann aus Reflex Nebel und Boost und dann noch ohnehin schon volle Fahrt. Dazu ist es ja gedacht, aber und dann natürlich mich voll versammelt habe, voll verschätzt habe mit den scheiß Torpedos. Der ist ohnehin schon fast weg. Die Danae.
Und die sind auf jeden Fall schön schnell nachgeladen hier. Und mein erster Kill, erstes Blut. Wunderful. Das ist ein guter Anfang. Jetzt müsste ich halt nur noch zusehen, dass ich auch was mit ein paar Torpedos treffe hier. Unser Team hat die Führung übernommen. Mit der V25 bin ich ja 2 Runden gefahren, falls jemand das Video gesehen hat. Und da habe ich ja 2-mal hier einen weggerammt. Leider habe ich vergessen, später einen Screenshot reinzupacken. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil einmal ist mir das Video beim Rendern abgekackt. Also da war ein Teil schwarz dann. Und dadurch habe ich dann später vergessen, auch nochmal den Screenshot reinzupacken. Also da habe ich jedenfalls 2 weggerammt. Der erste ist dann noch abgesoffen. Ist zwar nicht kaputt gegangen, als ich ihn gerammt hatte. Das war ein Dresdenkreuzer, aber der ist später durch den Wassereinbruch, den ich verursacht habe, durchs Rammen, ist er dann halt abgesoffen. Das war eigentlich auch ziemlich cool. In der zweiten Runde bin ich auch frontal auf einen rauf und der ist dann auch weg. Hat aber vorher noch Torpedos reingeknallt bekommen. Also ich bin so auf ihn zugefahren mit abgeschossenen Torpedos und ich glaube 500 Meter. Ja, ich glaube so 500 Meter hatte ich welche abgeschossen und dann bin ich noch so rein. Das sieht auch ganz gut aus hier jetzt. Ja, er sieht mich. Aber das müsste doch reichen hier, oder? Wenn ich treffe. Miyogi. Bio, 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 bio. Okay. 4 Treffer, 2 Wassereinbrüche. Jetzt sehe ich nicht genau. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, richtig zu schauen vorher. Ob er stehen bleibt. Oder was er jetzt überhaupt hier macht. So, ich kann ja nochmal einnebeln hier. Er hat immer noch die Wassereinbrüche da, die ihm das Leben stehlen. Wupp. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Brauche jetzt natürlich auch nicht mehr. So, jetzt haben wir noch einen Kaiser da. Unser Team hat die Führung übernommen. Drumschwarz. Was soll das sein? Aber das wird jetzt knapp. Ich weiß nicht mehr, was die Aktivierungsreichweite der Sekundärgeschütze bei dem ist. Bin den Kaiser auch eine ganze Weile gefahren. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. So, hier. Ich sag mal hier rein. Aber wenn er jetzt noch einmal feuert. Ich glaube, jetzt bin ich aber mittlerweile schon in Reichweite von den Sekundärgeschützen. Ja. Ja, das war's dann hier erstmal, ne? Vielleicht trifft der ja noch. Was hat der? Orientiert mich. Oh, tatsächlich noch ein Treffer. Aber ich glaube, so ein Wassereinbruch wird ihm nichts anhaben. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen, trotz allem. Wir gucken hier noch ein bisschen zu. Ein paar Sekunden. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Entschuldigung mal, dass ich ab und zu husten musste, aber wie gesagt, die Bronchitis hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.